Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr dieses schöne Muster arbeiten könnt. Das ist eine ganz einfache Sache mit tiefer gestochenen Maschen. Das habe ich hier verwendet für ein Haarband. Und ja, ich zeige euch mal, wie man das strickt. Also, ich habe hier ein kleines Strickstück vorbereitet. In der ersten Reihe strickt ihr einfach bis zu der Stelle, wo das Muster anfangen soll, rechts. Mit diesem Beispiel. So. Jetzt sollen die nächsten drei Maschen dieses Muster ergeben. Hierzu stechen wir jetzt einmal drei Reihen tiefer in die mittlere dieser drei Maschen hinein. Das heißt, das ist die mittlere unserer drei Maschen. Wir gehen drei Reihen tiefer. Das ist die erste, die zweite und die dritte. Und stechen hier direkt einmal rein mit der rechten Nadel. Einfach einmal durch. Holen den Faden und ziehen ihn durch. Dann ziehen wir ihn ein bisschen lang, damit er eben als Masche auch mit, ohne dass das Ganze hier zusammengezogen wird, auf der Nadel bleiben kann. Ich mache das noch einmal. Also wir zählen, nehmen die mittlere Masche und zählen drei Reihen runter. 1, 2, 3. Und gehen hier rein und den Faden und ziehen ihn durch. Dann stricken wir die nächsten drei Maschen ganz normal rechts. Und jetzt holen wir erneut den Faden tiefer gestochen durch. Und zwar nehmen wir die gleiche Stelle wie vorhin. Das heißt, wir nehmen wieder die rechte Nadel und gehen in das, in die Reihe, in das Loch, quasi wo wir eben schon reingegangen sind. Das sieht man hier natürlich noch ganz schön. Und gehen also hier rein. Aufpassen hier, dass man nicht die Maschen verliert. Holen wieder den Faden und ziehen ihn durch. Und ziehen ihn auch noch ein bisschen lang. Damit das hier schön Platz hat. Das ist die erste Reihe. Jetzt stricken wir rechts zu Ende. In dem Stirnband habe ich das Ganze in der Runde gestrickt. Ich zeige es jetzt hier flach gestrickt, aber das ändert nicht wirklich viel. Man sieht hier, wir haben diese beiden Schlaufen, das heißt, wir haben jetzt zusätzlich quasi zwei Maschen auf der Nadel. In der Rückreihe arbeiten wir bis zu dem zu der Schlaufe. Jetzt haben wir hier die Schlaufe, die heben wir ab mit dem Faden vor der Arbeit. Das heißt, wir gehen von rechts kommt in die Schlaufe rein und heben sie auf die andere Masche, auf die andere Nadel und haben den Faden hier vor der Arbeit. Dann werden die drei Maschen wieder gestrickt. Und wir heben die nächste Schlaufe mit dem Faden vor der Arbeit auf die nächste Nadel. Und wir stricken weiter. In der darauffolgenden Reihe wird die Maschenzahl wieder reduziert, sodass wir wieder auf die ursprüngliche Maschenzahl kommen. Das heißt, wir stricken wieder bis zu der Stelle. So, hier haben wir jetzt, hier ist unsere Schlaufe und hier sind die drei Maschen und hier ist wieder die Schlaufe. Jetzt stricken wir diese Schlaufe und die erste von den drei Maschen zusammen. Dies machen wir allerdings nicht, wie man es üblicherweise macht,
rechts zusammenstricken, sondern wir stricken sie rechts verschränkt zusammen. Das heißt, wir stechen hinten in die Naht, ins hintere Maschenglied ein, aber bei beiden gleichzeitig. Also wir haben hier die Schlaufe und wir stechen bei beiden gleichzeitig hinten rein, holen den Faden und ziehen ihn durch, dass wir jetzt nur noch eine Masche übrig haben. Dann stricken wir die mittlere Masche und hier haben wir wieder eine Schlaufe und eine Masche. Diese beiden werden wieder zusammengestrickt, aber die werden jetzt ganz normal rechts zusammengestrickt, wie man das üblicherweise macht. So, dann stricken wir den Rest zu Ende. In der Rückreihe werden einfach durchgängig linke Maschen gestrickt. Das kann ich euch auch noch einmal zeigen. Rechtsrand. Und dann kann man in der drauf folgenden Reihe wird dann das nächste hier sieht man halt sehr schön die beiden Schlaufen. Und jetzt kann man das eben übereinander stapeln. Das heißt, wenn wir jetzt wieder bis zu der Stelle stricken, dann haben wir wieder hier die drei Maschen, die das Muster ergeben sollen. Hier ist die mittlere. Wir ziehen wieder drei ab. 1, 2, 3 und gehen hier durch und holen die nächste Schlaufe. Stricken drei Maschen. Und gehen in das gleiche Loch nochmal rein, holen den Faden, ziehen ihn durch, verlängern ihn noch ein bisschen und stricken bis zum Ende. Auf die Art entsteht das Muster.